Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise. Wir sind hier in Frankreich, in Burgund, und zwar an dem kleinen Ort Thésée. Hier lebt eine Bruderschaft und die lädt das ganze Jahr über Menschen aus der ganzen Welt ein, jeweils eine Woche hier mit ihnen zu verbringen. Wohltuende, ruhige Gottesdienste mit diesen wunderschönen vierstimmigen Gesängen, Bibeltexte und Gebete, die in verschiedenen Sprachen angeboten werden, und immer auch eine Zeit der Stille formen diese Gottesdienste. Und sie sind einfach wohltuend und einladend, und sie sind ein Ort, wo du gut zur Ruhe kommen kannst, wo du dich nochmal neu auf Gottes Wort ausrichten kannst. Jetzt möchten wir euch mitnehmen auf den Vorplatz der Kirche und in die Kirche, damit ihr einfach ein paar Eindrücke bekommt, wie es hier aussieht. Neben diesen Gottesdiensten gibt es morgens um 10 Uhr eine Bibeleinführung durch einen der Brüder. Und anschließend trifft man sich in kleinen Gruppen mit den Menschen, die hier jetzt gerade zu Gast sind, und tauscht sich aus zu dem Text, der da von dem Bruder vorgestellt wurde. Und heute haben wir auch darüber nachgedacht, ob dieser Ort ein besonderer Ort ist. Und ich habe das immer so empfunden, sobald ich auf das Gelände komme und die Kirchenglocken läuten und ich die Menschen sehe, die dort sich bewegen, dass ich einen besonderen Geist spüre, einen besonderen Geist in Bezug auf den Umgang miteinander, den Menschen, die hier sind. Und ich denke auch, dass die Menschen, die hierher kommen, bereit sind, sich zu öffnen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ja, vielleicht haben wir euch Lust gemacht, euch auch einmal auf den Weg hierher zu machen oder für euch einfach auch woanders in einem schönen Kloster einen Ort zu suchen, wo ihr mal eine Auszeit nehmen könnt, wo ihr euch neu auf Gottes Wort ausrichten könnt. Ein wunderschöner Ort, um das zu tun, ist Thésée. Und ja, es hat uns Freude gemacht, das mit euch zu teilen.